In der ersten Lesung haben wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch Exodus gehört, wo es wirklich darum geht, dass Gott sich ein Volk auserwählt hat und diesem Volk treu bleibt. Da möchte ich nur eine Nebenbemerkung machen, die sehr wichtig ist, aber mit der heutigen Predigt nicht viel zu tun hat. Gott hat sich das Haus Israel, das Volk Israel auserwählt. Das ist sein geliebtes Volk. Und deswegen gehört es zum Wesen der Kirche, mit den Juden den Dialog zu pflegen und dieses Volk auch zu lieben. Und es ist nicht gleichzusetzen mit dem Staat Israel, der meiner Meinung nach ein Verbrecherstaat ist, aber es geht um das Volk. Es ist, hat einen ganz besonderen Platz im Herzen Gottes. Deswegen ist es auch ein Auftrag der Kirche, dieses Volk zu lieben und es zu unterstützen, wo es nur möglich ist. Da die meisten von uns vermutlich aus diesem Volk nicht stammen, das nehme ich stark an, vielleicht hat jemand irgendwo jüdische Wurzeln, aber die meisten von uns stammen der Bibel nach von den Heiden, also nicht von den Juden, sondern von den anderen, muss man diese Lesung im Lichte des Evangeliums lesen. Sonst ist es für uns nicht fruchtbar. Das Volk, das sich Gott auserwählt, sind seine Getauften. Das schreibt Paulus auch an einer anderen Stelle, dass wir die Auserwählten sind, das neue Volk Israel. Und was bedeutet diese Auserwählung Gottes? Weil Gott will allen Menschen Gutes, nicht nur den Juden und den Christen, sondern allen Menschen. Was ist diese Besonderheit, diese Auserwählung Gottes? Das, was auch beim Volk Israel zutrifft, dass wir einen besonderen Platz im Herzen Gottes haben, aber das hat auch jeder Mensch. Aber seine Kirche, das sind die Getauften. Und die ist auch ein bisschen mehr, als die katholische Kirche selbst ist. Viel mehr Menschen sind Getauften, als dass sie katholisch sind. Und diese Kirche hat einen besonderen Auftrag in dieser Welt. Und wir in der katholischen Kirche versuchen, das auch zu verwirklichen, nach Kräften und Wissen gelingt mehr oder weniger. Wir sind nicht perfekt, müssen es auch nicht sein. Was ist dieser besondere Auftrag? Weil das ist das Wesen der Auserwählung. Und das hören wir im Evangelium. Das ist so ein bisschen zweigeteilt, weil zuerst spricht Jesus, wenn er viele Menschen sieht, zu einer größeren Gruppe von Jüngern. Und im zweiten Teil des Evangeliums geht es um die 12. Und der Tradition der Kirche nach, wenn man auf diese 12 Apostel schaut, das ist das Hirtenamt in der Kirche, die Bischöfe vor allem. Sie sind die ersten Hirten in der Kirche. Und da geht es um diesen Auftrag, Dämonen auszutreiben und so weiter und so fort. Das betrifft uns nicht direkt. Das, was uns betrifft, ist im ersten Teil des Evangeliums, wo Jesus klipp und klar sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Und in der katholischen Kirche neigt man dazu, das auf die Priester zu beziehen. Das sind die Arbeiter im Weinberg des Herrn. Aber wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, das Wesen des Weihepriestertums, also der Diakone, Priester, der Bischöfe, ist im Dienst am Volk Gottes, an der Kirche, an den Gläubigen. Das ist die besondere Aufgabe. Aber Jesus spricht hier zu allen. Jeder, der auf seinen Namen getauft ist und sich zu Jesus bekennt,
gehört zu diesem auserwählten, neuen auserwählten Volk und soll Arbeiter sein. Und dieses Wort ist ein bisschen belastet in unseren Breitengraden, also Arbeiter. Und deswegen möchte ich ein anderes verwenden. Du bist zum Dienst berufen. Deine Auserwählung in den Augen Gottes besteht darin, dass du befähigt und bevollmächtigt wirst, einen Dienst für Gott zu leisten. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir da irgendwelchen Arbeitsauftrag erfüllen sollen, sondern da geht es um das Wesen der Kirche, um die Liebe. Weil wenn du jemanden liebst, was tust du? Letzten Endes stellst du dich in seinen Dienst. Du dienst diesem Menschen. Du willst für ihn das Beste und versuchst auch das Beste für ihn herauszukriegen. Das sieht man sehr gut an verliebten Menschen. Da tritt es wirklich sehr deutlich zutage. Aber das ist das Wesen der Liebe, dass man für den anderen nur das Beste will. Und wir als Kirche, als die Getauften, sind dazu berufen, das Beste für diese Welt zu wollen. Deswegen dürfen die Christen sich nicht in den Kirchen verschließen. Das ist auch das, was Papst Franziskus immer wieder sagt. All dein Glauben, all dein Beten ist nutzlos, wenn du es nicht fruchtbar für die Welt machst. Das kann auch bedeuten, es gibt auch den besonderen Weg der Nachfolge dieses Dienstes, dass man für die Welt betet. Aber die Mönche und Nonnen, die in Klausur leben und sich nur dem Gebet finden, sind eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und so weltfremd sind sie auch nicht. Normalerweise ist es so, dass der Abt oder Äbtissin die Nachrichten liest und an den Schwestern, den Brüdern vorgibt, für was sie beten sollen. Das ist ein Dienst an der Welt. Und jetzt ist die entscheidende Frage: Was ist dein Dienst an dieser Welt? Was ist deine besondere Aufgabe? Was ist deine Auserwählung? Was ist, mit anderen Worten gesagt, dein besonderer Platz im Herzen Gottes? Wo ist dein kleines Teil? Dein kleiner Teil. Wo ist es? Setzt du dich auf politischer Ebene ein? Aber nicht so, dass man vor dem Fernseher sitzt und über die Politiker schimpft, sondern wirklich politisch aktiv wird für das Wohl der Menschen. Oder bist du im karitativen Bereich? Oder erziehst du andere? Oder tust anderen Gutes? Also das ist eine sehr vergessene, glaube ich, in Vergessenheit geratene Gabe in der Kirche und ein Dienst in der Kirche, gute Taten zu tun. Also wenn jemand zu mir zur Beichte kommt, das ist meistens auch die Buße, die ich auferlege. Und es mag klein klingen und bedeutungslos, ist es aber nicht. Ein Liebesdienst an deinem Bruder, an deine Schwester, der dieselbe Luft atmet wie du, ist nicht bedeutungslos und schon gar nicht in den Augen Gottes. Und das ist der Sinn der Auserwählung. Gott wählt sich dieses neue Volk aus, die Kirche, seine Getauften, dafür, dass sie seine Liebe in diese Welt hinaustragen. Auf verschiedene Art und Weise, ob es einfache gute Taten sind oder großartige Dinge, die man tut, so wirklich mit großem Aufwand und so. Oder du unter Anführungszeichen dich nur für deine Familie hingibst. Das ist gar nicht so wenig. Das ist, glaube ich, der größte Dienst, den man tun kann. Ist nicht von Bedeutung, der Bereich. Der muss dir eigen sein. Aber wir sind nur auserwählt,
weil wir diese Liebe Gottes in diese Welt tragen sollen. Und das ist auch das, wie Gott seine Liebe uns zeigt. Weil meiner bescheidenen Erfahrung nach, wenn du dich für andere hingibst, wenn du dein Leben in den Dienst für Menschen stellst, dann bist du ein glücklicher Mensch. Es heißt nicht, dass man nicht müde ist, dass einem immer gut geht, aber dieser innere Friede, den ich bei so vielen unter der Woche sehe, die im Dienst für andere stehen, ist nicht zu übersehen. Das ist der Preis, der Lohn, den wir dafür erhalten, wenn wir diese Auserwählung Gottes zu seinem neuen Volk gerecht werden. Und wenn du vielleicht vergessen hast, was dein kleiner Teil ist, was deine Portioncula ist, wie Franziskus sagt, dieser kleine Teil, den Gott sich besonders auswählt in dieser Welt, nur für dich, dann suche ihn diese Woche und versuche neu anzufangen, deine Auserwählung zu feiern und dir gerecht zu werden.